Ach, wussten Sie, dass ab sofort auf Privatgrundstücken Parkgebühr zu entrichten ist? 60 Euro pro Jahr pro Stellplatz. Wussten Sie nicht? Naja. Guten Tag, Schwenninger vom Amt für Finanzoptimierung. Ich hoffe, ich störe Sie nicht gerade. Sind Sie mitten im Gespräch? Ja. Ja. Um was geht's denn genau? Es geht um die Parkplatzverordnung. Haben Sie es noch nicht gehört? Ab 1. Mai ist laut § 14 der kommunalen Parkflächenverordnung auch auf privatem Raum ein Dauerparkausweis nötig. Aha. Da haben Sie ja wahrscheinlich eine Information bekommen. Und ich will Ihnen heute ausstellen. Ich zeige Ihnen noch mal einfach hier die öffentliche Mitteilung. Können Sie sich kurz mal durchlesen. Das sind 60 Euro im Jahr. Das ist ja wohl ein dicker Hund. Bitte? Das ist ein dicker Hund. Dafür, dass ich auf einem ausgewiesenen Parkplatz, der mir gehört, für den ich Abwassergebühr und alles zahle, nochmal 60 Euro bezahlen muss? Ganz genau, das ist so. Schauen Sie, das ist einerseits, wir vom Amt für Finanzoptimierung wollen schauen, wie wir die Kassen... Wie kann man Ihren Abend wegkürzen? Auf dem eigenen Grund. Ja, haben Sie, haben Sie es nicht mitbekommen? Nein. Also, verstehe ich es nicht. Aber warum? Was haben wir für ein Land? Hä? Hat er uns schon an die Kopplange? Guck mal, Sie haben ja drei, das sind nur 180 Euro. Da wäre ich überhaupt nicht froh, ihr macht einfach Gesetze. Es geht um die Stellplätze. Es ist ja im Prinzip. Aber Moment, ich stehe doch nicht im Haus. Stell ich mich raus? Ja, genau. Also stelle ich mich raus, alles raus. Verzeihung, wie viele Fahrzeuge könnten Sie jetzt hier theoretisch parken auf der Fläche? Ja. Eins, wenn man so sieht. Können Sie mir Sie kurz... Sie wollen das gleich kassieren, nicht? Ja, das ist so, aber ich muss kurz noch mal festlegen, weil Sie sagen ja selber, hier steht immer nur ein Auto. Genau, können Sie dann vielleicht für mich kurz mal, ich schreibe es dann mit, den Raum ablaufen? Von hier vorne links Gartenzaun bis ganz hinten links zum Efeu, ja? Und jetzt los. Schön Nummer 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann nochmal hier rüber bitte. 5 wahrscheinlich. Klaus rechnet großzügig. Das sind 370 Quadratmeter, die Sie gerade abgelaufen sind. Da passen ja wahrscheinlich 4 Wagen rauf. Das wird ja richtig teuer. Das sind jetzt 240 Euro. Ich verstehe, es ist ihr Beruf, aber ich kann es irgendwie jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber wie das so ist in Deutschland, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Weder sie noch den Gatten, den sie zur Unterstützung holt. Es wird teuer. Aber Sie verstehen doch meine Situation, ich muss Ihnen das ja erklären. Ja, sicher, ist in Ordnung. Ja, Sie wollen mir einen Parkplatz andrehen auf meinem Grundstück. Ja, richtig. Ja? So ist es doch. Das ist ja, und dafür soll ich was bezahlen. Und da mache ich nicht mit. Ja, aber ich hatte Ihrer Frau das ja. Oh, da kommt eine Kollegin ja schon. Ja. Schauen Sie mal. Können Sie vielleicht Ihrem Mann das noch mal zeigen? Ja, ich gucke mir das zu Hause in Ruhe an. Ja. Aber da wird überhaupt nichts gemacht und beschlossen. Das will ich also wirklich vom obersten Gerichtshof. Ist das Ihr Auto? Ja. Bitte? Ist das Ihr Auto? Das ist mein Auto, ja. Ich habe Ihnen was hingehängt an die Windschutzscheibe. Ist in Ordnung, danke. Ja. Haben Sie einen Bußgeldbescheid bekommen? Ein Wahreinspruch für dich. Wie ist denn die Windfahrt? Ich bin ihn doch. Die wollen mir. Lassen Sie es ruhig. Also schauen Sie mal, Sie haben keinen Dauerparkausweis, deshalb hat die das gemacht. Ich brauche keinen Dauerparkausweis, ich stehe auf meinem Grundstück. Ja, also ich meine, er hat recht. Das ist mein Einstellplatz, das ist meine Garage, ich parke. Aber Sie haben doch das sicher mitbekommen, die Kommunen haben kein Geld mehr. Ich sehe das nicht ein, dass der Bürger nicht angeschrieben wird. Ja? Wie kann man das machen, dass von heute auf morgen das passiert? Geben Sie es bitte weiter an die, an die Leute. Ich zahle auch diesen Schein nicht. Das wäre nur 15 Euro. Beim Kollegen zahlen Sie jetzt 60. Ich muss doch das trotzdem zahlen. Wir sind 75 jetzt. Ich wollte es ja auch gerade erklären. Das kann sie doch muss aber ja, nicht sein. Sie hat 4 Stellplätze. 240 Euro muss sie im Jahr zahlen. Ja. Wir haben ja gar nicht so viele Autos. Was soll ich mit meinen Stellplätzen? Wieso soll ich für Stellplätze bezahlen, wenn ich sie nicht nutze? Ja, Sie könnten sie ja letztendlich unkontrolliert nutzen. Oder Sie können sie vermieten an andere, wenn Sie wollen. Sie bekommt jetzt 4 Strafzettel. Das sind 4 Autos. Das sind auch 15 Euro. Ich kann Ihnen entgegenkommen, dass ich statt die 15 Euro, dass ich Ihnen 10 Euro entgegenkomme pro Auto. Nein, wieso denn das?
Sie können aber auch zwei Punkte haben, wenn Sie möchten. Was? Ja. Aber jetzt ich verstehe Ihre Wut auch. Aber Sie müssen mich verstehen. Man hat mich zwangsversetzt aus Franken hierher, nach Mannheim, um eben diese Aufgabe zu machen. Da sucht ein paar Idioten, wo euch recht geben. Ich, null. Null. Haben wir dann bei Ihnen wohl jetzt einen gefunden? Was haben wir? Ja, weil Sie gerade sagen, einen Idioten haben wir da gefunden bei Ihnen. Aber also bis jetzt noch nicht, weil ich da nichts mache. Erstmal möchte ich bitte mich entschuldigen für den Tonfall meiner Kollegin, aber sie macht ja auch nur ihre Arbeit. Und ich finde es wunderbar, dass Sie so einen liebenswürdigen Nachbarn haben, Sie selber so liebenswürdig sind. Und deshalb sage ich einfach herzlich willkommen. Das ist jetzt wieder scheiße, da ist sie. Da steht sie quasi. Das ist schön. Das ist schon halb gedacht.